FIBO ist vorbei und wow, ich bin immer noch total reizüberflutet von einfach zwei so grandiosen Tagen. Ich habe einfach so viel erlebt, so viele Leute kennengelernt, ein paar Kontakte geknüpft, mal gucken. Ja, es war einfach mega spannend, trotz dass ich einfach mega krank war. Ja, ich will mich noch, bevor das Video beginnt, ganz schnell bedanken. Und zwar einmal bei Gym80, dass ich die neuen Geräte testen durfte. Und ja, euer Stand, der war einfach richtig cool. Dann ja, bei MMA, vielen Dank für die Einladung, dass ich mal bei euch reinschauen durfte. Das hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht. Und bei der Marke Deuser, dass ich ja euch auch kennenlernen durfte. Und ihr mir auch gezeigt habt, was ihr für coole Produkte einfach habt. Ich bin wahnsinnig dankbar für alles und ich bin wirklich gespannt, wie es demnächst für mich weitergibt. Also abonniert das Ganze hier, um einfach weiter verfolgen zu können, wie das Ganze hier noch enden wird. Also jetzt viel Spaß bei meinem FIBO-Rückblick. Ciao! Morgen! Es geht auf zur FIBO. Wir tanken noch schnell und dann geht's los. Ich freue mich! Jetzt angekommen nach, keine Ahnung, 1 Million Stunden. Nein, wir haben 21:30, 21:30 sind wir los. Wir haben ja 2 Stunden gebraucht, wir standen im Stau. Und ja, ihr kennt das ja selber, wie das ist. So, jetzt suchen wir mal den Eingang und juhu, unsere Fachbesucher-Tickets. Hey, okay, ich werde hier fast umgefahren. Lassen wir das. Bis später. Entschuldige mich schon mal für meine katastrophale Stimme, aber ja, ich bin seit Dienstag aus dem Training raus und deswegen, ich bin einfach immer noch mega krank. Und jetzt, ihr schaut es euch an, wir sind heute einfach mega cool hier auf dem roten Teppich statt auf dem blauen Teppich, weil wir Fachbesucher sind, sind wir nicht cool. Oh Mann. Also, wir sind jetzt in der FIBO Power Halle und ja, es ist einfach mega voll, wie wir es ja auch nicht anders zu erwarten haben. Aber ich sehe gerade was und raste gerade völlig aus, weil da ist der Own King. Oh mein Gott, ich krieg endlich meine Riegel. Ja, ich melde mich einfach danach nochmal. Gym80 immer noch nicht gefunden. Schauen wir mal, ob das heute noch was wird. Ich hoffe es. Danke. Haben wir den Gym80 Stand gefunden und aufgepasst.
Gym 80. Also, schauen wir uns das mal an. Feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight. Einfach von den Farben hier mega fasziniert. Das ist einmal dunkelgrün, hellgrün. Also ich hätte niemals gedacht, dass es einfach so viele verschiedene Varianten von Fitnessgeräten gibt. Also ich bin ein bisschen sprachlos, was ich euch gerade gezeigt habe in dem goldenen, in der goldenen. Die gibt es noch in einer Art Silber. Und ich finde, das macht das Ganze einfach total edel. Auch den Stand, ich finde den einfach krass, wirklich. Also unglaublich. Und ja, das ist einfach cool zu sehen, wie innovativ man einfach ein Fitnessstudio mit den Gym 80 Geräten letztendlich einrichten kann. Und ja, wollen wir mal gucken. Auf diesem einfach riesigen Stand und ja, ich bin immer noch so ein bisschen reizüberflutet und muss das Ganze erstmal verarbeiten. Also wirklich an Gym 80 einen riesengroßen Daumen hoch. Ich habe mich hier wirklich super wohl gefühlt und ich finde die Sachen einfach richtig cool und bin wirklich, wirklich froh darüber, dass unser FlexFit einfach und über die Sachen verfügt und wir die einfach beim Training immer nutzen können. Und vielleicht, man weiß es ja nicht, bekommen wir ja noch ein, zwei neue Geräte dazu, was natürlich auch voll cool wäre. Ja, die FIBO ist nun für mich zu Ende und ich hatte riesigen Spaß, auch wenn ich einfach eher krank war und nicht so gut trainieren konnte, wie ich wollte oder den einen oder anderen nicht treffen konnte, den ich wollte. Aber davon ab, es war eine coole Zeit und ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich. Wir sehen uns. Ciao.